Von der Raupensituation her, dieses Anlaufen vom zentralen Offensivspieler her und dann diese Zangenbewegung von dem hier, von außen rein, Ball kommt von hinten raus, derjenige kann die Bälle hier verteilen in die Richtung, der kann es ohne weiteres machen, wenn er Zeit hat, dann kriegt das Kommando vom Ballführer und dann kann er sich drehen und auch direkt abschließen. Ja, also Abschluss hat er alle. Okay, Ballverlust heißt für jeden hinter dem Ball. Und das muss auch nicht mehr. Also ich habe keine Zeit, aber ich bin
So, versucht jetzt im Finale die Fehler, die ihr in den vorangegangenen Spielen gemacht habt, zu minimieren. Nochmal, wenn vorne offensiv nicht eingelaufen wird, drücken sich alle, die hinten defensiv nach vorne rausspielen, schwer Anspielstationen zu finden. Und wenn ich im Mittelfeld den Ball habe und kann offensiv nach vorne nicht spielen, weil ich keine Anspielstation habe, breche ich ab. Und dementsprechend lässt sich Jill oder Jenny hinten tief fallen und die können dann den Ball wieder aufnehmen und wieder neu verteilen. Ja, die bauen dann das Spiel auch wieder neu auf. Okay? Thank you.